müsste mir jetzt dann bloß noch mal schnell was zum Trinken oder einen Pulli anziehen, weil mir wird es nämlich wieder kalt. Ja, ich müsste auch noch was zu trinken holen. Hey, darf ich dir mal was sagen, Moni? Ich habe heute Heißluftfritteuse ausprobiert. Heute Abend jetzt für meine Eltern. Ja, das höre ich die, immer öfter. Die waren so begeistert. Holy Macaroni. Wart bitte nur bis Ostern, Muni, was deine kaufst. Ich brauche sowas nicht. Okay. Das ist, da wirst du Muni, was du im Geburtstag schenken, braucht er nicht. Ne? Ich hab im Muni-Chat ein Stück Land geschenkt, ne? In Schottland, hat er bis heute nicht bereist. Halt die Gosch. Du undankbarer Halt die Gosch. Das sind die besten Geschenke, die ich je gekriegt habe mit dem Titel, Alter. Fuxi. Okay. Aber ich habe echt keinen Platz. Ich habe nicht mal Platz für meinen Toaster in der Mikrowelle, Fuchs. In der Mikrowelle, in der Küche. Weil der Sashi mir doch die Mikrowelle geschenkt hat. Ich habe absolut keinen Platz in meiner kleinen Küche. Kein Problem. Alles gut. Hey, das ist gar keine Gnomenhöhle. Das ist voll gut, Romy. Okay, wenn du eingeloggt bist, dann machst du wieder auf der Map unten rechts den Haken rein, dass ich dich sehe. Ja. Aber die ist schon ready, die Gnomenhöhle. Sag ich schon selber Gnomenhöhle. Bist du wirklich? Ja, da habe ich doch gestern schon das Dach also gemacht, weißt du? Ja, ja, doch, du hast ja das Bett noch gemacht und so, gell? Ja, schaust du an, als würde es wie eine Gnomenhöhle ausschauen. Das Getreide-Silo. Sieht schon mächtig aus, ja? Weißt du was dagegen, wenn ich die verbinde durch einen Weg, unsere zwei Häuser? Nee, überhaupt nicht. Kannst du keinen verbinden. Oh shit, das wollte ich nicht. Alter Schwede. Okay. Gerade aufgewacht. Alter Schwede, hey, sieht da drin schön aus. Ich habe keine CO2-Vergiftung bekommen. Hallo? Oh, das sieht fast schon gut aus, Muni, was du machst. Ja. Was denkst du, könntest den Stein dann noch weghacken? Den Wenn das jetzt noch? Geht, ja, müssen wir schauen. Oh, das wäre schon nice. Alter. Dass du damit den Boden reingesmasht. Er nimmt Schaden. Er nimmt Schaden. Sehr Oh shit. Warte mal, jetzt können wir doch hier mit der 4 wieder anheben, oder? Ja, genau. Aber du darfst nicht drinstehen. Du musst. Ach so. Du musst oben stehen. Ah! So. Schau her. Ich müsste mal so eine Kiste bauen, dass ich nämlich hier mal ein paar Sachen lagern könnte, ne? Ja. Okay, das ist vielleicht wirklich ein bisschen eng. Jetzt willst du nicht mal deine Treppe auch fixen? Hä, die Treppe ist doch gefixt. Du kannst, also wenn du unten dagegen laufst, passiert nichts. Und oben war das doch mit der Stufe hier. Da kannst du ja auch nicht einfach runterlaufen. Ja, aber schau her, Moni. Ich zeig dir was. Bei dir geht das auch nicht. Ja, aber ich habe ja auch keine Treppe. Ich habe halt das eine. Aber ich kann das ja anheben. Ich kann es noch mehr anheben. Okay, das sieht smart aus, wenn ein bisschen so die Erde drüber ist, muss ich sagen. Ja. Ja, was kann ich jetzt da machen? Ich kann hier auch anheben, ne? Ja, aber du musst auch verstehen, was höher ist, Fuxi. Das wird immer auf deine Höhe, wo du stehst, wird es angehoben oder abgesenkt, weißt du? Ah. Du bist die Referenz. Hallo Nietzsche, guten Abend. Der Popacken geht's gut, ja. Jetzt geht's unten schon mal. Das ist doch schon mal was, ne? Aber jetzt hier, weißt du, hast da dir so eine harte Stufe drin. Ja, du müsst halt die Treppe weiter runtersetzen einfach. Weißt du? Das ging nicht, Muni, glaube ich. Ah, ich glaube schon. Hey, ich probier's. Muss aber abreißen, die Treppe. Ah, das sind zwei. Ja, genau, das sind zwei Treppen. Das sind zwei einzelne Treppenteile. Oben ist so ein extra Brett. Ja, genau, da oben sind zwei extra Bretter. Genau, das ist ja das Problem. Lol, ich kann das abreißen. Ja, freilich, ja, du bist ja da. Du bist der Admin hier auf dem Server, Muni. Halt. Lemmy check.
Wir einfach bei Treppe wegmacht, Chat. How you like this? Too small? Ja. Aber eine Doppelte wäre schon nice. Doppelt. Ja. Glatt. Oha, da schau her. Doppelte. Ich schau mal das Fleiß von hier oben an, muss ich sagen. Doppelte, was ist denn warte, check this. Warte. Der will mich keine Doppelte machen lassen. Ah. Vielleicht müssen wir den Boden hier ein bisschen. Wie? Oh. You like this? Okay, damit kann ich leben. Aber ist ja halt eine steile Treppe, ne? Also ist halt eine steile, ja, natürlich, ja. Wenn wir halt jetzt ein paar Mehl trinken, dann müssen wir schon aufpassen. Müssen wir schon aufpassen, Alter. Fällt mal, wie du denkst. Okay. So, sollen wir dann jetzt mal Sachen in Angriff nehmen oder willst du noch weiter tüfteln irgendwie? Also ich muss jetzt hier als allererster Mal schnell mal so eine Kiste irgendwie bauen. Und die baue ich nämlich am besten irgendwie hier. Dekoration. Packen wir dann Holz. Hast du das? Ja, freilich. Okay. Packt mich am besten so neben das Bett. Ich schmeiß dir hier nochmal. Das ist noch ein Holz, was dir gehört. Das habe ich gerade an mich gerissen. Das macht nichts. Das sind auch 7 Steine, wenn du noch brauchst. Dankeschön. Okay. Und in die Kiste kann ich jetzt Sachen packen. Jetzt pass mal auf, Muni. Brauche ich denn momentan Federn? Federn brauchst du, um Pfeile zu machen. Brauche ich denn Buchensamen? Nein. Brauche ich Pilze? Ja. Brauche ich Lederschnipsel? Ja. Also aber im Inventar, das ist die Frage. Oder kann ich in die Kiste reinpacken? Wenn du dir noch Sachen craften willst, dann ja, kannst du auch dann in die Kiste. Pass mal auf, dann behalte ich mal das. Was haben wir hier? Feuersteine, die... Fuchsi? Grauzwerg, ja, ja. Ah, du warst gerade weg, kurz. Die Augen von diesen Grauzwergen, die packe ich jetzt auch mal rein. Du, ich habe keinen Plan, was mit denen ist. Größtes Mysterium der Welt für mich. Okay. Alles klar. Da steht dran, man soll sie ins Feuer werfen. Steht im Tooltip, aber du kannst ja nicht ins Feuer werfen. Sehr gut. Mach's gut, Romy. Tschüss, Romy. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ich habe eigentlich gedacht, die Romy bleibt die ganze Zeit da. Der mir gestern gesagt, die hat mir so gut gefallen. Ach, vielleicht hat es Wichtigeres zu tun. Schau mal her, Moni. Ich geb jetzt hier einmal ein bisschen was. Nee. Gibst mir jetzt wieder deinen Schrott, was du nicht brauchst. Nein, das da kriegst du mir. Das, mit dem kannst du was anfangen. Das doch, jetzt guck. Check das. Das machst du jetzt. Du musst lernen. Nimm's nochmal. Jetzt gehst du hier hin und drückst E. Ja. Nein, jetzt hast du Holz ins Feuer geworfen. Du musst die Stecken anvisieren. Von der Kochstation. Ja. Achso, eins, ich muss es da oben in die Leiste reingehen. Du musst einfach nur E drücken. Aber E steht kochen. Ja. Ah. So, jetzt hat er es hingehängt. Jetzt musst du hören. Hast du Sound an? Ja. Okay, hör gut zu. Ich muss hören und sehen, wann es fertig ist. Pass auf. Warte. Wie nimmt man es denn? Das fällt dann. Ne, mit E auch wieder dann. Mit E. Und dann fällt es runter. Aber warte. Jetzt. Wenn so. Dann okay. Ist fertig, also, weißt du? Okay. Jetzt hast du gekochtes Fleisch. Das ist Essen. Ah, sehr gut. Ich finde das mega bis jetzt, Ben. Das ist mega cool, das Spiel. Ich habe heute den ganzen Tag, ich habe heute an nichts anderes gedacht. Ich muss sagen, ich hab gehofft, dass der Muni bald online kommt und wir zocken können. Ja, und ich habe hier halt extra 6 Stück, ne? Also ganz pro Feuerstelle 2 Fleisch aufhängen. Weil, okay, das ist schon smart. Wenn ich als mal jagen gehe, da komme ich schon mal mit 30 Fleisch heim und dann an einer Feuerstelle brauchst du ewig, weißt du? Ja, soll ich denn mir jetzt mal ein paar Pfeile mal herstellen, Muni? Das machen wir jetzt gleich, pass mal auf. Da oben. Okay, pass auf. Der Honig kannst du auch mal nehmen, wenn du willst. Ich habe noch genug auf der Bank. Oh. Na, hast du mal ein bisschen was zu essen. Das ist wichtig. Die Bienen sind glücklich. Jetzt pass mal auf. Ich glaube, macht man denn mit der Steinachs am meisten Schaden? Hallo, Schlick. Oder mit was? Steinachs macht gut Damage. Ich benutze immer den Speer. Actually. Okay.
Aber du kannst gern was Neues probieren, weil ich mache immer nur dasselbe irgendwie. Okay, dann bleib mir. Man kann sich auch ein Schild kannst du dir craften, ein Turmschild, ein Rundschild. Aber ja. Hast du denn jetzt einen Umhang? Nee, noch nicht, gell? Nee, noch nicht. Für den brauche ich nämlich Lederfetzen, glaube ich. Komm, wir gucken mal, was man braucht. Oh, was ist denn das, der Muni? Ist das so eine Hühnerfarm oder was du da baut hast? Kann man da Hühner reinpacken? Da will ich meinen Garten reinpacken eigentlich. Ah. Nee, nicht hier, komm, ja, dahinter. Das habe ich gemeint. Ah, das sieht nämlich aus wie so ein Hühnerstall. Das habe ich schon ein bisschen zerstört. Das war, ich weiß nicht, was das war. Okay. Das ist nicht von mir. Alles klar. Jetzt gehen wir mal an Werkbank und dann bauen wir dir Zeug. Und dann machen wir mal für dich den ersten Boss, dass du auch die Spitzhacke kriegst, dass du Sachen abbauen kannst. Okay, pass auf. An der Werkbank kann ich einige Sachen schon mal herstellen. Wo ist denn der Umhang? Rehhautumhang. Ah, da brauchen wir Knochen für 5 Stück. Die brauche ich selber. Die kann ich dir nicht geben. Wie kann man da die Werkbank hier upgraden, sag mal? Guck mal, du siehst links davon. Oh Gott. Den Hacklotz, ja? Ja. Das hat's auf Stufe 2 abgegradet, als ich den hingesetzt habe. Und rechts ist Gerbergestell. Das hat's auf Stufe 3 abgegradet. Okay. Du fügst quasi durch diese Add-ons, erhöhst du die Stufe der Werkbank. Okay, perfekt. Hast du Pfeile, Alter. Fuchsi? Ich habe Pfeile, ja. Ich habe hier, okay, ich hatte Pfeile. Holzpfeil. Jetzt habe ich 20 Stück. Ich habe nochmal welche hergestellt. Mach mal 40 oder 60. Ja, 40 habe ich jetzt. Bock. Ich muss mal kurz Holz holen. Aber ist cool, Ben, das Spiel. Also mir gefällt es auch richtig gut. Oh, also ich hätte nicht gedacht, dass es so lustig ist. Ich muss mir auch noch ganz kurz Pfeile machen. Dann können wir los tigern. Kein Problem. Baumfeld. Bam. Ach, da hinten lauft doch eh schon einer. Oh shit! Oh! Was ist los? Ich habe diesen Baum gefällt, den ich normalerweise nicht fällen kann. Mit meiner schlechten Axt ist jetzt schon umgefallen, weil der andere Baum auf ihn draufgefallen ist. Ah, die Eiche oder die Birke, ne? Ist das? Ja. Zu stabil, ja. Kann ihn nicht kaputt machen. Wie viel Holz habe ich? 20, okay, das passt. Aber das macht doch nichts, Romy, ne? Vielleicht kannst du es einmal bald spielen. So. Machen wir mal 20 Feuerpfeile. Ich glaube, ich muss ein bisschen das Ding. Wie viel Holz habe ich jetzt mit dabei? 34. Oh, das ist einiges an Gewicht. Ich pack das Holz einmal weg, Moni, okay? Ja, du kannst auch, wenn du 50 Holz hast, ja, kannst du wie vor meinem Haus so einen Holzstapel machen. Dann brauchst du es nicht in Kisten legen. Das ist quasi ein Vorrat. Wenn du den zerstörst, kriegst du wieder 50 Holz. Okay, das gleiche gilt für den Steinhaufen auch hier. Aber klauen das dann die Angreifer nicht, oder? Nö. Bis jetzt hat niemand irgendwas geklaut. Hast du 3 verschiedene Nahrungsmittel? Also ich habe jetzt 56 Beeren, ein Fleisch und ich habe Pilze. Okay, das passt. Also, dann gehen wir jetzt mal Boss töten. Komm. Ja. Soll ich das Fleisch jetzt einmal essen? Du kannst jetzt 3 verschiedene Sachen essen. Oha, oh, tut's ja mein Leben ja richtig hochpacken. Ja. Das ist ja nice. Und deine Ausdauer auch. Alter, da kann. Oh Gott, ist das geil. Schau, wie der Baum schon drin hängt, Muni. Leck möchte ich jetzt hier mit dir erkunden. Ja. Oh, da ist ein Schwein. Oh. Immer mitnehmen.
Schwein geben die Lederfetzen. Und Rehe geben natürlich Rehlederhaut. Da ist noch ein Ding. Muss ich auch mitnehmen. Mit Shift kannst du Berg hochrennen. Ah. Verbraucht halt Ausdauer, aber anders geht nicht. Aber das ist fast schon risky, was du da gerade machst, Muni, alter Schwede. Wieso? Schau mal, wie wir hier runtergrinden. Ja, das machst du. Ist so. Was, wo du aufpassen musst, ist, Schwimmen verbraucht Ausdauer. Mhm. Wenn du jetzt schon ohne Ausdauer ins Wasser springst, dann kriegst du halt Damage. Okay. Also im Wasser musst du immer Ausdauer haben. Und guck, hier am Wasser, da gibt es diese Feuersteine. Die sind so glatt. Siehst du das wieder? Ja, im Wasser, ja. Die kannst du auch immer mitnehmen. Die sind sehr, sehr wichtig für alles Mögliche. Das sagt die Thomas so gern, ne? Psst, warte. Da oben sind Rehe. Wollen wir da drauf schießen? Ja. Du musst immer höher zielen, so wie in Skyrim. Aber die haben uns entdeckt. Die sind ein bisschen wild gerade. Oh, ich rutsche ab. Vielleicht sind es nicht die besten Rehe am Hang. Okay, das ist die schlechteste Jagdtechnik, was wir gerade machen. Ja. Lass uns oben im Wald welche nehmen. Ist besser. Ja, warte, ich brauche immer schnell Ausdauer. Ja. Außerdem, wenn du nass bist, ne? Du hast jetzt dann den Effekt nass, wenn du aus dem Wasser kommst. Ja. Das ist auch irgendwie scheiße. Ich glaube, der hindert deine Ausdauerregeneration oder irgend sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. Da springt an mir vorbei, der Iron Man. Alter Schwede. Hallo, Awesomeness. Hier oben ist ein Pilz. Kann ich mitnehmen. Direkt an dem Baum hier. Ach, die Pilze muss man gar nicht kochen, ne? Nee, die kannst du einfach so fressen. Ich hab schon, weißt du, viel vom Essen und so auf Vorrat. Also wenn du irgendwo Beeren oder Pilze oder so, dann nimmst du dir einfach. Okay. Ist immer wichtig, dass du drei verschiedene Essenssachen dabei hast. Weißt du jetzt warum. Ja. So, und da sind wir auch schon, Fuxi. Hier kämpfen wir jetzt für dich gegen den Boss. Oh, scheiße, wir haben vergessen. Wir müssen den ja beschwören. Wir brauchen zwei Hirschtrophäen, Fuxi. Also müssen wir jetzt erstmal jagen? Jetzt müssen wir erstmal jagen, ja. Ich habe die in der Truhe auch, aber wir können die jetzt auch frisch jagen. Wäre nice, oder? Jagen wir es doch einfach frisch, oder? Also, dann gehen wir jetzt ganz vorsichtig in den Wald hier. Wie tut man das? Sie ducken? Eine Steuerung. Ah. Du musst jetzt echt deine Augen benutzen. Und die Viecher spotten. Ich habe das hier nur. Ich habe jetzt halt nur Holzpfeile. Das reicht für Rehe. Ich kann mir nicht helfen, aber diese Melodie und das Ganze, das ist so geil. Ja. I like it. Wo sind die Rehe? Vorne sind andere, das sind Grayling. Wenn du irgendwo ein Wildschwein siehst, kannst du halt auch mitnehmen, gell? Das ist klar. Alter, hier sind überall Bären. Das ist alles nachgewachsen. Was heißt das jetzt? Ich fühle mich nicht länger ausgeruht, Muni? Da ist der Ausruh-Buff weg, aber ich weiß nicht, was der genau bringt. Vielleicht erhöht er auch die Ausdauer oder so, keine Ahnung. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auch ein Grayling. Lol. Okay, ich habe einen Hirschen gesehen. Oder. Ja. Ich muss aber höher ziehen, sagst du, ne? Ja, kommt halt auf die Entfernung an, ja. Tot. Wenn du Glück hast, hat er Trophäe getroppt. Mach ich hier bloß den zweiten noch?
Ich habe auch welche gehört, glaube ich. Nee, ich habe bloß Rehhaut. Auch Hirschtrophäe, aber eine. Rehhaut ist auch wichtig. Auf jeden Fall. Ja. Ich höre auch welche, ich sehe sie nur noch nicht. Boah, direkt vor mir ein Elite. Yes, dude! Es gibt bestimmt Trophäen. Okay, also das Jagen, ja. Das ist vielleicht schon sehr schwierig. Ich hab auch eine. Das reicht schon, Fuxi. Wir brauchen nur zwei insgesamt. Ja, warte, da ist nur... Hast du noch einen gefunden? Ja, der ist halt so low life. Okay. Hallo, Sir ACDC, herzlich willkommen. Ich brauche halt Ausdauer für den. Ja, was ist das, ein Hirsch? Ja, aber der hat halt, keine Ahnung, nur 5 Leben oder was. Und der läuft dann dauernd von mir weg. Hey, nehme die Trophäe ja noch, oder wenn er eine droppen sollte. Aber der ist jetzt anscheinend verschwunden, Muni. Ich komme dir entgegen, vielleicht finde ich ihn. War der Open Field hier oder war der im Wald so? Ja, der springt hier rum, ist ein Narrischer. Ich sehe dich. Ja, das ist schon mal gut. Aber ich sehe weit und breit keinen Hirsch. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der hin ist. Also komm, dann lass zum Altar gehen. Ich bin schon dort. Okay, Fuchs. Ich gebe dir meine Trophäe. Ja. Und dann musst du die beide dort platzieren. Und dann spawnt der Boss, okay? Okay. Allein fand ich ihn easy. Ich weiß nicht, wie er jetzt skaliert zu zweit. Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, schwer wird es nicht. Okay. Ist ein Riesenhirsch. Warte, ich glaube, ich hau mir noch mal Essen rein vorher. Ja, wichtig, wichtig. Ist ein Riesenhirsch mit Blitzen. Der schießt Blitze, der charged. Und wenn er charged, muss ich weg von ihm, weil dann macht er eine Blitz-AOE, ne, um sich rum. Okay. So, Trophäe hier. Okay, soll ich es drauflegen? Ja, es wird jetzt auch ein bisschen dunkel halt gerade, gell? Ja. Machen wir einfach. Alter Schwede. Komm ein bisschen weg, komm weg, komm weg. Alter, was passiert denn jetzt? Und gib ihm. Also ich würde halt, weißt du, ich habe ihn immer gekreidet und mit dem Bogen gemacht. Aber du kannst auch Nahkampf machen. Ich beschieße ihn ordentlich. Nice. Sehr wild durch die Gegend. Genau, so. Da war keine Ausdauer. Oh je. Habe ihn angezündet. Sehr gut, jetzt brennt er. Boah, wie es aussieht, wie er brennt, Alter. Geil! Alter, die Rockmusik. Ja, also völlig wild. Bin ihm völlig egal, Alter. Ah. Ich
wechsle jetzt hier mal zum Speer. Du machst es aber gut. Jetzt muss man ein bisschen aufs Leben aufpassen. Ja, das ist gerade das Problem. Dass du noch drauf gehst jetzt. Das wäre schade, er ist fast tot. Alles kommt er zu mir. Boah! Nice, Fuxi. You got it! Sehr gut! Voll Thunder Fury, ja. Alter, das erreißt aber alles. Hartes Geweih, Geweih, Spitzhacke und die Elektro. Pinsel. Da liegt sehr gut. Was. Da liegt noch was. Noch mehr hartes Geweih. Ja. Gut. Mit der Spitzhacke, die kannst du einfach eben auch wieder ausrüsten und dann kannst du damit Steine und Erze hacken. Ah, okay, alles klar. Wo haben wir und das harte Geweih, ich weiß gar nicht, was man damit macht. Ich habe das in die Truhe gelegt erstmal, glaube ich. So, musst du nach Hause? Musst du Inventar leer machen oder irgendwas? Ja, es wäre nicht schlecht, wenn wir das schnell machen könnten, ja. Aber ich finde gerade die Spitzhacke nicht. Wo hat er denn die hinbockt? Wie schaut denn die aus? Die sieht aus wie ein Geweih. Ein Stock mit Geweih dran. Ein Stock mit Geweih? Ich habe da die Trophäe. Bei mir ist. Hast du Stream offen? Ja, ja. Auf der 4. Das ist da. Lol, das habe ich gar nicht. Ja. Joshua, das müsste jetzt eigentlich gedroppt haben. Du hast es, glaube ich, sogar vorgelesen. Ja, ja. Also hier oben in der Leiste ist nichts drin, dann habe ich bloß die Trophäe. Hier liegt nichts. Bist ja ganz sicher. Willst du mal ein Foto machen vom Inventar und schicken? Das kann ich ja machen. Das ist mein Inventar. Schickst du euch nicht auf Discord, okay? Ja. Bon, bon. Zack, zack. Was ist der? Also ich sehe nirgends, was so aussieht wie bei dir. Aber vielleicht muss man die craften. Ja. Es kann auch gut sein, ja, dass es bloß ein Ding war. Ich glaube, die muss man craften. Dann gehen wir mal zurück, ja. Komm. Gucken wir mal. Ah, alles klar, Bilderrahmen, dankeschön. Ah ja, okay, confirmed. Nice. Was ich auf jeden Fall brauche, das ist, weißt du, wieder so was Normales zum Essen. Oh, warte, wir werden beschmissen, oder? Nee, das waren die Steine von mir, ich hab's angesammelt. Oh, okay. Was heißt was Normales zum Essen? Weißt du, so Fleisch, das kannst du braten. Ja, ich habe auch vom Reh habe ich auch da noch 4 Stück. Kannst du auch haben. Hallo Zairo, was läuft. Hast du jetzt unten neben Leben so eine Fähigkeit, wo Eiktür dran steht? Nee. Ah ja, okay. Dann kannst du auch noch zu den Steinen gleich gehen und seine Trophäe hinhängen. Da kriegst du quasi einen Cooldown, den du benutzen kannst. Ah, okay. Oh. Ich habe geaggroht. Ich sehe es ja. 1,15 Schaden. Schaltet schön bei uns schon wieder im Lager. Ja. Tschüss. Guckt mal hier. Ja. Ja, bei dem Stein kannst du, glaube ich, die Trophäe dranhängen. Neue Elite-Buhne. Kraft aktivieren, ja. Hi, gut. Mein, ihr Hübschen. Blätzer. Hallo Blätze und danke für deinen Resub im zweiten. Eigentlich schon länger, gell? Wegen Account und so. Danke Blätze, vielen Dank.
Schön, dass du reinschaust. Fuxi ist auch am Start. Wir chillen ein bisschen. Servus, Blötze. Der war heute. Ja, Entschuldigung. Mach einen Bonus-Stream. 50 Steine hast du gesagt, funktioniert das, ne? 50 Steine oder 50 Holz, ja. Dann kannst du so aufmachen. Also das kann man da nicht reparieren, so an der Werkbank alles reparieren, ein bisschen. Hallo Janis! Hier ist sehr gemütlich, ja. Jetzt kann ich hier bei meiner Werkbank. Station braucht ein Dach, ich kann jetzt bei meiner Werkbank nicht mehr arbeiten. Ist dein Dach kaputt? Ja, was sonst ging es ja immer. Ah ja. Wie ist dein Dach kaputt gegangen, Alter? Keine Ahnung, da fehlt ein Ding. Ein Element, Herstellung. Vielleicht ja. Eingestürzt oder so. Ich glaube, bei mir draußen ist ein Reh. Klingt Geräusche, so, ne? Geräusche, die ich da vernehme. Guck mal raus. Habe ich Holz? Ah, mir fehlt immer Holz, Alter. Ich glaube, Statik nicht beachtet. Hallo Mordifordi. Hallo Turon. Fuchsbuhn levelt Walheim, ja. Hä? Aber ich kann doch schlafen, oder? Kann ich mich da jetzt hinlegen? Du kannst, du sei denn schlafen. Okay. Keine Ahnung. Ist es deine Werkbank? Aber zuerst hänge ich da mal Fleisch hin. Doch. Das ist nicht das erste Mal. Sehr gut. Wo ist hin? Wie bitte? Ich jag gerade ein Reh, aber es ist weg. Bitch. Freitag auf Samstag und dann nochmal Samstag auf Sonntag, Nietzsche. Der Schedule ist schon online bei Blizzard. Kannst nachlesen, wann genau was läuft. Okay, Moon, jetzt habe ich die Spitzhacke. Nice. Sehr gut. Dann machst du jetzt dein Inventar leer. Ich mache hier nochmal ein bisschen Fleisch. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dann ziehen wir los. Kann ja. Gerne machen, ja. Ich habe den ersten Boss schon gestern gelegt oder vorgestern oder wann. Und gerade eben haben wir ihn für Fuxi noch gelegt. Das heißt, Fuxi hat jetzt auch die Spitzhacke und so. So ist es. Ha, nice, Romy. Zweites ist echt schwer. Ja, ich will jetzt mit Fuxi, will ich jetzt runter in den Dunkelwald. Und ein bisschen machen wir nächsten Boss. Und vielleicht mal ins Dungeon reinschauen. Oder ja. Es wäre halt auch geil für Fuxi ein paar Trolle legen, für Trolllederrüstung. Ah ja, das machen wir doch. Hast du meine Werkbank kaputt gemacht? Nee, ich habe repariert. Achso, okay. Das freut mich sehr, Romy. Das freut mich echt. Es ist, glaube ich, ein bisschen eine bessere Unterhaltung. Ne? Stell dir einfach vor. Ja. Brad Pitt ja. Und Tom Cruise, ne, wir beide. Bisschen das ist Fleisch. Ich hab dir Fleisch gegeben. Ah, danke schön, das ist lieb von dir. Okay, dann gehen wir jetzt mal in ein gefährliches Gebiet. Hast du Bock? Na klar. Let's go. Alter, der kann jetzt wieder sprinten.
Achso, ich müsste auch mal was essen. Oh, Leute, ist der Stall runter. Das ist voll schön. Du hast da einen sehr, sehr interessanten Start ausgesucht, Muni. Na, du suchst dir ja nichts aus. Naja, oder? Doch, ich denke schon, oder? Oder musst du da oben immer bleiben? Ach so, so meinst du? Ah, nee, ich hab halt. Ich hab ja die Map nicht gekannt. Ich oh, Leute, das ist eine Kröte. Ein Neck. Ja, scheiß auf den. Der tot. Ich hab halt einfach gebaut, wo es mich gespawnt hat. Haben wir auch Tauchen in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Da ist eine Möwe. Wenn ich da unten litze, dann muss. Chat, kann man tauchen in dem Spiel? Brauchst vor allem Giftresi? Oh lol. Haha, ob es Tauchen gibt? Wow. Oh, so beautiful, this game. Kannst du mir mal bitte mal den Balken da an der Seite jetzt leer mit dem Leben, Muni? Hast du das Fleisch? Das ist jetzt schon ein bisschen weniger geworden. Musst du dann immer gleich nachlegen oder wann muss man nachlegen? Fleisch? Nee, wenn's aufgebraucht ist. Du okay, siehst ja quasi, jedes Essen hat einen eigenen Balken nebendran. Ja. Und der wird dann weniger. Da hinten ist ein Müllschwein für sie. You want this? Take it. Wo ist die Müllschwein? Das sind zwei, sogar zwei. Boah. Die kannst, da kannst du so hin. Die laufen nicht weg. Die brauchst du nicht Bogen schießen. Ich wollte trotzdem meine Bogenfertigkeit skillen. Locken or dead? Echt jetzt? Ah, hinter mir ist so ein Ding. Ich dachte, es wäre Fuchs. Nee. Ah. Einer von denen Tieren. Oh, aber hier ist es mega schön gerade. Ja. Noch. Was ist das da? Auch wieder Schwein. Bin ich jetzt ungefähr auf deinem Standard-Muni oder nicht? Doch, ja. Also vom Progress her auf jeden Fall. Nur von der Rüstung okay. Her noch nicht. Wir gucken, dass wir für dich einen Troll finden oder zwei. Am besten drei oder vier. Dann kannst du dir eine Troll-Lederrüstung machen. Die ist sehr strong für den Anfang. Aber es ist ja gerne, ja. Richtung Süden müssen wir erstmal. Ich bin Königsmund. Guck, hier ist die Grenze. Warte, ich bin da wieder hinten dran. Ich habe gleich da gerade noch einen Wildzahn mitgenommen. Ja, ja, ich warte auf dich. Ich warte. Ich muss dir hier auch Sachen erklären. Also. Siehst du die Grenze? Wie der Wald hier anders aussieht? Ja. Überall, wo solche Tannenbäume sind, Nadelbäume, das ist der Dunkelwald. Das ist eine Stufe höher quasi, ne? Okay. Gefährlichere Gegner, aber auch anderes Holz, andere Ressourcen. Und guck mal da, wo wir jetzt gerade draufstehen. Das ist ja so ein bemooster Riesenfelsen. Ja. Wenn der von Adern durchzogen wird, dann ist ein Kupfervorkommen. Dann kannst du abbauen. Also, so wie hier jetzt. Ja, aber da ist keine Ader. Die glitzern dann so. Achso, und da steht dann auch Kupfer dran. Also ab jetzt wirklich Augen offen halten ein bisschen und nicht einfach so planlos durch die Gegend rennen. Guck mal hier zum Beispiel. Das sind Blaubeeren. Die sind ein bisschen besser wie die Himbeeren. Genau. Siehst du eigentlich, was ich auf der Map markiert habe? Wenn du M drückst? Markier mal was. Also du siehst jetzt nichts. Für dich ist der Wald einfach Wald hier. Für mich ist das alles nur noch unentdeckt. Okay, weil ich hab, nur nicht davon, dass ich hirsch. Ich hab Dungeons, hab ich markiert. Hab ich zwei gefunden und Portal, wo unendlich Gegner spawnen.
Lauter solche Sachen. Also ein Monster-Spawner quasi. Ich war hier schon. War da oben ist auch keiner. Ja. Get him. Nice, was sie. Den anderen habe ich geholt. Ja, IRL Jägers, Mann. Das ist halt echt nur nicht so einfach. Da ist er, da ist er. Naja, lass ihn laufen. Okay, wir gehen jetzt mal langsam nach Süden. Wir treffen Mist, gleich aufs Dungeon treffen wir gleich. Okay, ist sie eine Ader, Muni? Okay. Ja, das ist eine. Wenn wir die jetzt abbauen, ja, dann müssen wir gleich wieder nach Hause für. Weißt du? Weil Erz ist schwer, wenn du das mit dir umträgst. Ja, aber da geht er nicht vorwärts. Doch, doch. Manchmal lockt das auch Viecher an, wenn man hier abbaut. Weil ich kann mir da gar nicht reinbuddeln, Ätzer. Ja, je öfter du das machst, weißt, desto höher wird dein Level auch im Abbauen. Ah, okay. Hm. Steh. Dieser Hirsch, den du verscheucht hast, der rennt hier immer noch durch die Gegend. Macht. Ja, ich höre den schon, ja. Das weiß ich ja nicht, ja. Hallo, Obermeier. Huhu. Jetzt habe ich noch. Wo sieht man das da? Erz, ah. Du musst auch immer auf dein Gewichtlimit achten, ne? Ja, ich bin 116 von 300. Okay, das ist gut. Weil Steine und Erze wiegen halt echt viel. Aber ich kriege gar nicht mal so viel Erz da raus. Nee, da kommt nicht viel raus. Lol, jetzt ist so ein Typ bei mir. Great off. Oh ja, die kommen. Alles gut? Alles bestens, ja. Aber mein Spitzhacke ist ja gleich down. Da kommt noch ein Charmy. Ein Elite. Oh. Ah ja. Sehr nice. Ah, die Melle ist auch da. Hallo Zwangkönigin. Huhu. Hallo Melli, herzlich willkommen. Du Fuchs, das ist kein Problem, weil ich habe hier überall Außenposten. Ich bin okay, bestens vorbereitet. Nice. Da können wir rappen gehen und alles. Ich bin einer von den 7 Zwerge, Mel, ne? Ich bin nur hier, um Kupfer abzubauen. Yo-ho, yo-ho. Was sind wir wieder froh? Verschieben, fällt mir gerade auf. Hey, dieses Regel. Gib mir so auf die Nüsse. Wir gehen rappen, ja. Da unten ist es. One shot, one kill. Das ist kein Black Widow. Das wäre mal cool, ne? So ein 7-2-Cosplay. So, jetzt habe ich wieder. Also, das Kupfer droppt ist ja gerade gut. Also, ich habe jetzt 4 Stück. Okay. Explodieren noch eh? Ich habe keine Ahnung, aber mein Spitzhacke ist auf jeden Fall jetzt kaputt. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja, das ist direkt vor mir gewesen. Oh! Ich habe da auch irgendwo eins erschossen. Da liegen noch Sachen rum, die kann ich auch einsammeln. Ja. Ich finde es nicht einmal. Ja, wir können das ja mal noch wann anders abbauen. Ja.
Guck mal, ich habe das zwischen den Bäumen hier, habe ich das erschossen. Hier, da ist es. Zack, zack, zack. Okay, das heißt, du willst jetzt zu einer Werkbank, ja? Wenn wir da irgendwo hin müssen, ja, warum nicht? Ah ja, die sind beide ein bisschen entfernt. Ich kann das gar nicht nehmen ohne hier. Also nehmen. Links von uns, da ist erste Dungeon, was ich gefunden habe. Was leuchtet da hinten so lila, Muni? Das ist das unendliche Gegnerportal. Da halte ich dich bitte fern davon. Okay. Da kommen nur die Viecher raus, die ganze Zeit. Es geht dir so auf den Sack. Vor allem nachts, da laufen sie dann durch die ganze Map hier. Mhm. Aber ja, wenn wir uns hier rechts halten, kommen wir auch zum Dungeon und zu einer Werkbank. Ich folge dir einfach, Muni. Das sehe ich, ja. Renn voll voraus. So ist es, sag ich, folge dir. Du weißt ja, wie ich das meine. Wenn wir Glück haben, finden wir einen Troll noch für dich. Und da ist eine Ruine. Lass da mal hinschauen. Das da schon mal. Ich glaube, da war ich schon. Ja, hier habe ich gegen den Troll gekämpft. Da die Ruine kaputtgeschlagen im Kampf. Ah. Au! Guck mal, da vorne ist auch noch mal Hirsch. Hab ich ihn verjagt? Ja, es ist wurscht. Da unten steht ein Haus, Muni. Und da unten ist ein Troll. Ja. Ja. Soll ich auf den drauf schießen? Warte, lass mich noch Feuerpfeile ausrüsten. Drauf, wenn ich kann. Warte. 3, 2, 1, go. Fuchs, der one-hitted übrigens. Du darfst dich nicht treffen lassen. Und wir stehen auf einer Erzader, by the way. Ach, weil ich kein Ding mehr habe. Aha, lol. Wie geil es ist zu zweit, Alter. Voll easy. Alles macht Spaß gerade. Keine Ausdauer. Oh, der macht uns die Kupferdings kaputt, guck. Alter, du bist fast tot. Ich weiß, ja. Ich hab gedacht, ich kann One-Shotten. Achtung, da kommen noch drei andere Nerds. Die kommen da patrouilliert. Nimm mal alles, was der Troll hat. Nimm alles, Fuchsi, nimm alles. Ich mach die Nerds. Kein Platz im Inventar. Oh, Jesus Christ. Warum habe ich eigentlich keine Ausdauer schon wieder? Ich habe doch Essen drin und alles. Oh, es regnet, scheiße. Zu schlecht, wenn es regnet? Du bist halt auch nass und hast nicht so eine schnelle Regeneration oder irgendwas. Okay, ich habe jetzt alles. Aber jetzt bin ich full, full. Full, full? Ja. Das heißt, du willst nach Hause, oder was? Wir können jetzt da unten jetzt mal in die Hütte da mal reinschauen, wenn du willst. Da ist nichts, da war ich schon. Da habe ich mich mal eine Nacht lang versteckt vor den Viechern vom Portal. Ja. War nicht schlecht. Also ja, mir ist egal, was wir jetzt machen. Wie viel Gewicht hast? 250 von 300. Ja gut, ich habe noch Platz im Inventar. Ich kann dir Sachen auch abnehmen, wenn du willst. Ja, muss man sagen, was er da geben soll. Hast du... Ich kann das Ding geben, zum Beispiel das Erz, wenn du magst. Ja, gib mir mal ein bisschen Erz. Oh, da vorne ist ein Möwe. Gibt Federn, ja, für Bogen, für Pfeile. Schau mal her, da ist Erz. Sind 8 Stück da in dem Ding drin. Ja. Kommst du jetzt zu? Okay. Ah, da. Du trägst zu viel? Oh boy. Das war 1 Kilo zu viel.
So. Also, lass uns mal hier nach Norden gehen, Fuxi. Ja. Weil hier habe ich irgendwo eine Werkbank stehen. Da ist ein Hirsch. Ich glaube, ich habe einen Droid gehört. Oder was anderes. Was macht man denn mit den Disteln eigentlich? Keine Ahnung. Doch, doch, das ist ein Droll, Muni. Bei uns. Oh ja. Wollen wir uns den wieder? Ja. Let's go. Der hatte ich schon entdeckt. Kann ich direkt loslegen. Macht man einfach mehr Schaden, wenn das Ding mehr aufgeladen ist, Muni? Ja. Oh, boy. Warum jagt er dich schon wieder so? Ich hab keine Ahnung. Greif mich an. Schmeiß den Felsen auf mich. Scheiße. Wenn nicht so weit weg, einfach im Kreis, immer im Kreis. Du kannst auch warten, bis er zuschlägt und dann ausweichen mit Shift, weißt du? Dann brauchst du nicht die ganze Zeit sprinten. Ich habe halt einfach nie Ausdauer. Weil du immer wegrennst, du kannst ja einfach laufen. Oh lol! Laufen. Ich habe vorhin die Roten geschossen. Ah! Er ist fast down. Got him! Nice. Nice. F drückt mich für Ulti? Was für eine Ulti? Du hast diese Fähigkeit, weißt du, was du gekriegt hast? Ja. Da kannst du länger sprinten und so. Ah, okay. Sieh mal, auf hier habe ich eine Werkbank markiert, auf der Map, aber... Vielleicht ist die nicht mehr da. Ah, doch. Ah, ja, sie ist kaputt, aber... Hat jemand kaputt gemacht. Okay, dann nehmen wir die andere. Ich habe noch eine in der Nähe. Okay. In die Richtung. Follow me. Ich folge dir, Muni. Hier habe ich actually sogar ein Haus mit Feuer gehabt und Kamin. Leute, da bist du letztes Mal gestorben? Ja. Hast du Kamin baut? Ja, der ist sogar noch okay. Oh, sehr geil. Boah, hier ist ein Brute! Oh Gott! Was los? Der ist ein sehr. Achtung, der haut auch brutal rein. Wenn der dich trifft. Ja, ich seh's grad. Unverstellt. Tot. Alles gut. Also hier können wir mal chillen und reparieren und hocken werden und so auf jeden Fall. Oh, das klingt sehr gut. Oh. Ich finde es geil, wenn man so die Außenposten hat. Weißt? Ja, schlecht ist das schon nicht. Ja, das stimmt. Da kann ich immer, wenn du unterwegs bist, kann ich mal kurz hier chillen, was machen und so. Reparieren. So. Warum kann ich mir zum Beispiel jetzt keinen Umhang craften? Also das ist jetzt nur eine Rang 1 Werkbank zu nächsten Mal, ne? Das geht halt nicht. Ah, okay. Und du brauchst halt spezielle Mats dafür. Ich weiß nicht, ob du die alle hast. Nee. Als Prime Gaming Nutzer abgezeichnet? Na, weil du Prime verbunden hast. Du hast dein Konto verbunden.
Aber das ist halt mega nice, was du hier gemacht hast, Muni. Ja, ich meine, man hat halt keine Truhen, ne, also.